Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit Substitution, einem Verfahren, auch komplizierte Integrale einfach lösen kann. Und dazu lade ich Sie ein, einzutauchen in etwas, was ich gleich vorne in der ersten Reihe an meinem Tablet entwickeln werde. Und damit Sie das Ganze gut mitverfolgen werden, zeige ich Ihnen das Ganze hier auf einer großen Leinwand. Viel Spaß! Integration durch Substitution, im Folgenden ein Vier-Schritte-Schema zum Lösen von komplizierten Integralen mittels Substitution. Ja, der erste Schritt lautet, substituiere ein Integralteil, und zwar das, was Probleme verursacht. Ich führe das gleich vor. Im zweiten Schritt wird dann dieser substituierte Teil, der z genannt wird, abgeleitet, und diese Ableitung stellen wir um nach dx. Im dritten Schritt setzt man dann dieses dx ein in das Integral und löst es dann mit einer vorhandenen und bekannten Integrationsregel, um dann im vierten Schritt nur noch die Rücksubstitution durchzuführen. So, ich werde jetzt mit diesen vier Schritten mal ein Beispiel vorführen. Und das lautet, integriere 1 durch 2x plus 1, und zwar nach dx. Und da sieht man, da kommen wir nicht weiter mit den herkömmlichen Integrationsregeln. Wir könnten zwar 1 durch x integrieren, da kennen wir die Stammfunktion, die lautet dort ln x plus c, aber 1 durch 2x plus 1 lässt sich nicht mehr so einfach integrieren, und das liegt daran, dass hier ein Teil Probleme verursacht, nämlich 2x plus 1. Und deswegen lautet Schritt 1, ich gehe nochmal zurück, substituiere ein Integralteil, nämlich den Integralteil, der hier Probleme verursacht, und zwar durch z. Also nennen wir z einfach 2x plus 1, und schon sieht das Integral ein bisschen freundlicher aus. Dann steht da nämlich nur noch 1 durch z mal dx. So, jetzt hat man eigentlich nur noch ein kleines Problem. Das lässt sich jetzt noch nicht integrieren, weil wir hier 1 durch z ja nicht nach dx integrieren können. Wir könnten es nur nach z integrieren, und dort steht halt einfach noch dx. Das müssen wir also noch lösen. Deswegen kommt Schritt 2. Der hilft uns da weiter. Schau nochmal kurz hoch, wie hieß der? Substituierten Teil z ableiten und nach dx umstellen. So, die Ableitung von z in Differenzenschreibweise lautet dz nach dx, und diese Funktion abgeleitet, 2x plus 1 abgeleitet ist 2, nach x abgeleitet. Das kann man jetzt umstellen nach dx. Umgestellt nach dx lautet diese Ableitung dann dz geteilt durch 2. So, das war Schritt 2, und jetzt kommt Schritt 3, ich gehe nochmal nach oben, dx aus 2, also aus dem, was wir eben ausgerechnet haben, in Integral einsetzen und Integral lösen. Schritt 3. So, das Integral, das hieß ja 1 durch z mal dx, und jetzt sollte man hier für dx das einsetzen, was man in Schritt 2 ausgerechnet hatte in der Ableitung. Dann lautet das Integral 1 durch z mal dz durch 2. Das kann man jetzt noch ein bisschen vereinfachen, wenn man möchte, indem man die 1/2 vor das Integral zieht. Dann steht hier 1/2 mal 1 durch z mal dz. So. Und dann steht noch im Schritt 3, dass man jetzt das Integral lösen soll. Damit ist gemeint, man soll hier die Stammfunktion berechnen. Die Stammfunktion von 1 durch z lautet natürlich ln z, ln Betrag z, und es gibt theoretisch unendlich viele Stammfunktionen, deswegen ergänze ich noch ein plus c.
Man hat also mit Hilfe der Substitution hier das Integral stark vereinfacht und dieses einfache Integral dann mit einer bekannten Integrationsregel, nämlich dass die Aufleitung von 1 durch z ln z ist, gelöst. So, und dann kommt nur noch die Substitution. Da setzt man jetzt für z wieder das ein, was man vorher z gesetzt hatte. Das war in unserem Fall 2x plus 1. Und schon hat man dieses Integral bestimmt. Die Grenzen habe ich hierbei vernachlässigt. Ich habe das so behandelt wie ein unbestimmtes Integral in unbekannten Grenzen. Okay, manchmal sehen die Integrale sogar noch ein bisschen komplizierter aus als dieses Integral, was wir da gelöst haben in Aufgabe A. Und deswegen führe ich jetzt im Folgenden noch ein weiteres Beispiel ein, B. Und das lautet, integriere die Wurzel aus 3x plus 2. Auch hierfür gibt es erstmal keine bekannte Integrationsregel, keine einfache Integrationsregel. Die Wurzel von x, die könnte man sehr leicht integrieren. Da wäre ja das gleiche wie x hoch 1/2, da würde man Exponenten um 1 erhöhen. Die Regel kennen wir. Aber die Wurzel von 3x plus 2, da macht ein Teil Probleme. Und deswegen wenden wir auch hier die Substitution an. Welcher Teil macht Probleme? Naja, der unter der Wurzel. Wenn da stehen würde Wurzel x, dann ließe sich das bequem integrieren. Und deswegen substituieren wir hier 3x plus 2 durch z. Schauen wir nochmal, was war dann der zweite Schritt? Der zweite Schritt war, z abzuleiten nach x. Und die Ableitung von z nach x lautet hier 3. Das Ganze kann man dann umstellen wieder nach dx. Das ist dz durch 3. So, und wenn man das getan hat, dann folgt der nächste Schritt 3, dass man dies einsetzt in das Integral, was bis dahin heißt Wurzel z nach dx. Und wenn man jetzt dx ersetzt durch das, was man in Schritt 2 bestimmt hat, dann steht da Wurzel z mal dz durch 3. Und da könnte man jetzt auch wieder etwas rausziehen, nämlich die 1 Drittel. Dann steht da 1 Drittel mal Integral von Wurzel z dz. So, dieses Integral lässt sich lösen, entweder indem man jetzt z hoch 1/2 schreibt oder man hat eine Integrationsregel direkt für eine Wurzel. In jedem Fall bleibt hier die 1 Drittel vorher bestehen und die Aufleitung in Anführungsstrichen von Wurzel z lautet 2 Drittel z hoch 3/2. Man kann das immer sehr schnell kontrollieren, indem man die Stammfunktion wieder ableitet, dann müsste wieder die Funktion rauskommen, ne? 3/2 mal 2 Drittel, das wäre 1. Und dann, wenn man den Exponenten wieder um 1 verringert, steht da hoch 1/2. Also würde da wieder Wurzel z stehen, funktioniert. Das ist also unsere passende Stammfunktion. So, und jetzt hat man es schon fast geschafft. Fehlt nur noch die Rücksubstitution, indem man das für z einsetzt, was man vorher substituiert hatte. Und das war hier 3x plus 2 und damit hätte man auch dieses Integral durch Substitution sehr einfach und sehr schnell gelöst.